Attraktiv das Star-Magazin wird Ihnen stark schön präsentiert von Stilar-Friseure, Leidenschaft für Ihr Haar. Es ist Donnerstag, der 3. Mai 2012. Hier ist Attraktiv das Star-Magazin. Ich bin Jessica Parker. Hallo. So, hallo. Jetzt stehe ich hier in Britz, bin gerade aus dem Weltraum runtergebeamt worden. Ja, da hat mich die Moderationsjuristiker gefragt, ob ich heute meine alte Grundschule vorstellen kann. Ich habe ja nichts Besseres zu tun, ja. Und gerade Britz, wir sind hier in Neukölln. Da ist ja eigentlich in den letzten 30 Jahren nichts anderes passiert, außer die Entjungferung der fetten Fleischerstochter von gegenüber. Mehr kann man hier auch nicht erzählen. So, aber wenn ich schon mal hier bin, ich habe meine alte Zeugnismappe wiedergefunden und in der 3. Klasse war ich nicht zufrieden mit meinem Abschluss in internationaler Fachologie. Da suche ich jetzt mal den Schulleiter und dann kriegt der links und rechts eine geschallert. Alte Erinnerungen werden wach. Das ist der Fritz Karsen, nach dem ist die Schule benannt. Ja, ist ein Schulreformer in der Weimarer Republik gewesen, lebt mittlerweile auf dem Mond. Ich habe ihn letzte Woche gerade getroffen, ist ein guter Freund von mir. So, wo ist denn jetzt eigentlich dieser Schuldirektor? Ich finde mich hier gar nicht mehr zurecht in dieser Schule. Gehen wir mal. Ich finde hier niemanden, das kann doch nicht wahr sein. Kann nur in Chemieräumen. Hallo? Hallo? Nein, ich habe keine Zeit für Fotos. Wo ist der Schuldirektor? Ich Foto machen. Ich habe einen Termin mit dem Schuldirektor erstmal. Und wie viel ist das? Junge, sind wir nicht Sie müssen hier mal raus. Nee, da vorne geht es in den Park. Also ich lasse mich doch nicht verarschen, junger Mann. Also, hier, ich bring die zum Zug. Bringst du mich? Ja, dann komm. Wo ist der Habt ihr alle keinen Unterricht oder was? Nein, nein. Na, sag mal. Ja, Ben. Guten Tag, mein Name ist Parker. Ich war hier vor 25 Jahren mal auf dieser Schule und ich habe gerade meine alten Zeugnisse wieder gefunden. Ich würde gerne mal mit dem Schulleiter sprechen, weil ich bin mit meinem Abschluss in internationaler Fachologie nicht zufrieden. Gibt es da eine Möglichkeit? Ja. Achso, ja. Man kümmert sich bereits. Das ist sehr schön, da freue ich mich. Hier sind sie patent, muss ich das sagen. Oh mein Gott. Ja. Mein Gott, aber Kinder sind ja heutzutage auch ganz schön klein. Und da kommen die Handys raus. Ne? Das ist die Internetgeneration. Komm, halt zu Facebook. Hallo. Dauern wir Eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde? Dreiviertelstunde. Ja, ich hab Zeit. Ja, ich auch. Dann komme ich in einer Dreiviertelstunde nochmal wieder. Okay, geh mal weg, ist der ganze Körper. Dann können wir nämlich gleich nochmal rausgehen. Am 12. Mai ist nämlich der Avon-Mädchenlauf in der Fritz-Karsen-Schule. Was ich ganz schön tragisch finde, aber so eine Tüte mit Kosmetikprodukten von Avon hätte ich natürlich trotzdem gerne, also mache ich da mit und übe jetzt schon mal ein bisschen. Leider kam dann schon wieder dieses beschissene Rattenpack von Kindern. Und ich zeig euch mal mein Zeugnis. Was ist das? Wir waren auf der Schule? Das hab ich alles mitgebracht. Wir haben eine Schule. So. Warum sind sie so groß? Schande für die Schule. So, hier. Wer hat das gesagt? Ja. Wer hat das, das gesagt? Hör mal zu, mein Freund. Ich hab das gesagt, ja. Was ist das?
das dauert hier. Also die Lehrer sind auch nicht mehr das von früher. Jetzt kommt ja auch noch ein Anruf rein aus dem Weltraum. Parker, hallo? Ja, ich kann gerade nicht. Ich bin sitz hier immer noch fest in meiner Grundschule. Wieder ist Krieg. Im Weltraum gibt's keinen Krieg. Ach Gott. Ach Gott. Ja, ich komme sofort. Ich komme sofort. Ich muss sofort wieder zurück in den Weltraum. Auweia. Ich beam mal schnell weg. Wir sehen uns nächste Woche. Ich leite jetzt sehr gerne über zum Promiflat. Du sag mal, Michaela, warst du eigentlich auf der Grundschule? Die Grundschule habe ich gleich übersprungen, sozusagen. Ach Gott. Na, weil da kamen dann gleich schon so viele Hardcore-Produktionsangebote rein, ja. Toll. Und so als Neunjährige hat man ja auch nun wirklich andere Sachen im Kopf als die Schule. Naja, mit 13 stand dann schon meine erste Titten-OP an. Und diese ständige Verwirrtheit, unter der ich leide, ist zu schlimm. Und das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber können Sie die Frage nochmal wiederholen? Soll ich mich ausziehen? Auf gar keinen Fall. Nach einer kurzen Werbepause bin ich gleich wieder für euch da. Keine Bildung, keine Arbeit, keine Kleidung, gezwungen zur Prostitution. Helfen Sie Michaela Schäfer, denn sie ist eine Hure. Die halbe Minute Hass. Na sag mal, du hast doch schon wieder was. Ja, ich hab was. So eine Krawatte, meine Liebe. Wieso? Mich kotzt diese Zweiklassengesellschaft dermaßen an. Was denn für eine Zweiklassengesellschaft? Die FDP kümmert sich doch hervorragend um den Mittelstand. FDP? Du, ich meine die Zweiklassengesellschaft im deutschen Gesundheitssystem, Jurassica. Ach so. Das ist doch alles furchtbar. Entschuldige mal bitte. Ich als Privatversicherte muss, wenn ich zum Arzt gehe, mir mit so einem Arbeitslosenpakt das Wartezimmer teilen. Hallo? Ich zahle denen ihre Krankenversicherung. Und dann bringen die auch noch ihre kleinen Bastarde mit. Da hole ich mir doch bei jedem Atemzug die schlimmsten Infektionen. Jurassica, ich find's zum Kotzen, Jurassica. Ich hab da eine Idee. Wie wär's denn mit einer Art Babyklappe für Kassenpatienten? Zeit für ein bisschen Kultur. Ich schalte jetzt wieder live ins Schwutz zu Cocolores. Kannst du mich hören? Von der Kürze des Lebens. Jeder beschleunigt sein Leben und leidet an der Sehnsucht nach der Zukunft, während die Gegenwart ihm entleidet ist. Wer aber jeden Augenblick recht für sich benutzt, wer jeden Tag so einrichtet, als ob er das ganze Leben wäre, der wünscht den folgenden Tag nicht und fürchtet ihn nicht. Denn welchen neuen Genuss könnte ihm wohl irgendeine Stunde bringen? Er kennt alles und hat alles zur Genüge gekostet. Über das andere mag das Schicksal verfügen, wie es will. Sein Leben ist schon in Sicherheit. Hinzukommen kann noch etwas, entrissen kann ihm nichts werden. Und hinzukommen nur so, wie wenn einer, der schon satt, aber nicht gerade voll ist, noch etwas Speise zu sich nimmt, ohne ein Bedürfnis danach zu haben. Na, also das war ja wohl das Allerletzte. Wir sehen uns gleich beim Nuttengucken am Donnerswoch im Rauschgold. Und da gehe ich noch schön an Tresen. Und rauch 8 bis 12 Zigarettchen.
We'll be right back.